Herzlich willkommen zu einer neuen Abendausgabe von John Gossens Daily DAX am heutigen Donnerstag, dem 15. September 2022. Blicken wir auf das heutige Handelsergebnis. Nun ja, ein Minus von 0,55% angesichts weiter fallender Kurse an der amerikanischen Wall Street lassen sich in Summe noch immer verkraften, denn, wie schon bereits gestern betont und auch vorgestern, sind wir trotz des deutlichen Kursrückganges, den wir im Verlauf dieser Woche nun gesehen haben, noch immer so gar nicht so schlecht aufgestellt. Denn der Aufwärtstrend, er ist ja noch immer intakt und das ist eben der Lichtblick der Bullen. Natürlich sollte die Wall Street hier weiter wegkippen, ist ein Test des Aufwärtstrends sehr wohl, sehr wahrscheinlich. Aber noch immer ist eben dann nochmals eine mögliche erneute Bärenmarkt-Rallye möglich. Das heißt, wieder mal der Abprall am Aufwärtstrend, zurück zum Abwärtstrend, das ist und bleibt eine Option und sollte eben auch eben in den kommenden Handelswochen berücksichtigt werden. Ein Blick auf die Aktie des Tages, Puma. Es könnte wahrhaftig besser laufen für den Sportartikelhersteller. Heute ging es alleine wieder bergab um satte 5,5%. Also deutlich stärker auch als der DAX nach unten und damit sendet eben die Aktie hier ein weiteres Verkaufssignal. Prinzipiell unterhalb von 62, 63 Euro ist die Aktie wirklich sehr stark angezählt und sollte eben die Aktie nun vor allem auch noch nachhaltig unter die Marke von 58 Euro rutschen, könnte hier das nächste Verkaufssignal obendrein auch noch erfolgen. Warten wir es ab. In diesem Sinne jetzt einen schönen Abend für Sie und bis morgen früh. Dann wieder natürlich mit dem Blick auf die Wall Street.